hallo, herzlich willkommen bei Dynamic Food. Heute machen wir einer meiner Lieblingsgerichte, Viva la France. Wir machen Ratatouille. Nicht den Film, sondern Ratatouille in der Küche. Wir brauchen Zucchini, Aubergine, einmal Paprika, Rot, Gelb, Grün, ein paar Tomaten, ungefähr ja, 2,5 Zwiebeln. Ich habe nur so kleine, deswegen habe ich noch eine rote dazu genommen. Passt richtig gut. Ratatouille ist eigentlich immer ohne Möhren. Ich mache noch kleine Babymöhren dazu. Ich liebe Möhren einfach und ich finde, die gehören eigentlich überall rein mit. Knoblauch, Rosmarin, Thymian und wichtigste ist Salbei. Ein bisschen Zucker und Meersalz. Hier haben wir noch 1 Liter Brühe und Olivenöl zum Anbraten. So, Aubergine, den Deckel abschneiden. Ich nehme ein Sägemesser dafür. Sägemesser ist am besten für Aubergine schneiden. Dann nehmen wir hier so. Aubergine haben. Ja, wer es kann, der nimmt alle auf einmal so. Zucchini ist das gleiche. Wir schneiden hier so ein bisschen in halbe Scheiben. Dann einfach runter. So. Du kannst natürlich auch mit einem normalen Messer machen. So. Das hier. Paprika. Ja. Paprika, den Deckel abschneiden, den Arsch abschneiden, einmal so rein und dann ausfüllen. So, unsere Möhren. Babymöhrchen, die schälen wir einmal kurz hier. Ich habe 3 Stück reichen vollkommen. Schneiden wir einfach so runter. Die Möhren geben wir einfach hier mit zur Paprika. Tomaten sind das einfachste eigentlich. Einfach so vierteln, nochmal halbieren. Ja, dann zeige ich euch noch die Zwiebel. Die Zwiebel ganz normal halbieren. Einschneiden, so, und kleine Büffelchen unterschneiden. Noch eine rote Zwiebel, die schneiden wir so in grobe Stücke. Und so, reicht vollkommen. Wir nehmen Olivenöl. Bisschen kann ruhig drin schwimmen. Baden kurz. Ja. Und alles dazugeben. Unser Thymian, und Rosmarin und unser Salbei. Hab einfach hacken jetzt. Dann gehen wir nochmal rüber. Einmal schwenken hier. Man sieht, die Olive hat sich, das Olivenöl hat sich schön in die Aubergine mit reingezogen. Jetzt ein bisschen Salz schon mal. Wir wollen, dass die komplette Aubergine auswässert. Wir wollen, dass da nichts an Wasser drinnen bleibt. Den Knoblauch schneiden wir einfach hier runter. Den Knoblauch packen wir jetzt schon dazu. Wir wollen, dass der am Ende kaum noch im Gericht zu erkennen ist, deswegen am besten jetzt reinhauen. So, unsere Aubergine ist jetzt saftig. Die ist richtig schön vollgesogen mit Olivenöl. Hier kommt mal unsere Zucchini da rein. Und das lassen wir jetzt wieder alles ungefähr 2 Minuten braten. Das sieht herrlich aus hier. Das braucht aber noch seine Zeit. Wir hauen jetzt die ganzen Zwiebeln dazu. Meine Frau hat das schon gerade eben gesagt, so. Sie hat den Film Ratatouille gesehen. Da ist Ratatouille, so wie ich gesagt habe, kein Bauerngericht, sondern eher für Gourmetküche. Wenn wir alles auf Millimeter genau Millimeter schneiden, dann haben wir Gourmetküche. Aber wir wollen keine Gourmetküche, wir zeigen einfach die klassische, ja, wie soll ich sagen, klassische Pfanne von Ratatouille.
Das lassen wir wieder alles köcheln. Also schon so gutes Ratatouille kann man fast bis zu 2 Stunden köcheln lassen, bis es richtig aromatisch wird. Wir wollen das natürlich nicht so lange runterkochen. Wir wollen, dass das noch richtig schön bissfest nachher ist, damit das schmeckt. Ich habe hier Tomatenmark, das habe ich euch vergessen zu sagen. Ist wichtig natürlich. 2,5 Löffel sollten reichen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Zucker. Und unsere Gewürze. Tomaten. Schöne große Prise Salz. Die meisten nehmen keine frischen Tomaten, sondern Dosentomaten. Deswegen ist Ratatouille meistens richtig krass rot. Wir verzichten da drauf. Wir kippen da jetzt einfach Brühe drauf. Ganz normale Gemüsebrühe aus Möhre, Sellerie und was es alles gibt. Schon mal hier vorbereitet natürlich. 1 Liter. So. Den restlichen Fond noch einsammeln. So, perfekt. Und das muss jetzt alles erstmal kochen. Ich würde schon sagen, eine gute 3/4 Stunde müssen wir warten. Dann sind wir wieder hier mit Dynamic Food und unser Essen sieht super aus. Oh, ich habe direkt hier gekleckert. Meine Kamerafrau ist müde und kann nicht mehr. Dann muss ich das jetzt ja alles machen. Ich hoffe, ich kriege das trotzdem super hin. Also ich würde mal sagen, lecker auf alle Fälle. Aber soll ich nicht mal was verraten? Morgen früh, wenn das Gericht einmal richtig durchgekühlt ist, durchgesickert ist, dann wird das richtig lecker schmecken. Ihr habt letztes Mal mein Ratatouille gesehen. Das haben wir hier noch. Und wenn ihr was über habt, dann zeige ich euch heute mal was Interessantes. Man kann diese Fertig-Wraps kaufen, man kann sie auch selber machen und ein bisschen Rind. Und wir schneiden das Rind einfach jetzt in feine Streifen. Das haben wir geschnitten hier. Jetzt nehme ich so einen Wrap. Ich habe hier eine Pfanne, die mache ich auf Stufe 3. Da werfe ich den einfach rein, damit der ein bisschen warm wird. Ein bisschen Salz. Ein bisschen durchrollen hier. Und scharf anbraten. Unser Rind ist fertig. Ich nehme jetzt hier was von unserem Ratatouille. Gehen wir so ein bisschen hier rein. 1, 2. Wir machen jetzt noch ein bisschen Käse hier rüber. So, einschieben. Hier Backpapier. Rollen das ein hier. Und wir haben unseren fertigen Wrap. Bon Appetit!